Hallo, hallo, hallo! Das ist der Sashi, ich bin der Daniel und ihr seid bei Schoki Banoki New Television Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Am 11. Februar. Ja, und wir reden heute über das Geburtstagskind des Tages, das ist Jennifer Aniston. Oh, okay. Kennst du? Ja, kenn das ist eine der Akteure bei Friends gewesen. Mhm. Später nicht mehr so richtig viel gemacht. Ja. Ja, schon mal, aber so richtig erfolgreich war sie nicht. Ja, aber die hat schon noch ein paar Filme gedreht. Ja, ein paar Filme hat sie gedreht, aber nicht die Knaller irgendwie. War zwischenzeitlich mal irgendwie die Perle von Brad Pitt. Ja. Ja, aber in Friends war sie natürlich der Knaller. Da, aber da war sie, ich fand, da war sie so überbewertet als Sexsymbol. Ja, die ist natürlich auch ein heißes Alter. Ja, sie ist schon, aber irgendwie so richtig, richtig geil fand ich sie dann doch nicht irgendwie. Ich habe Friends mir mal letztens angeguckt, Staffel 1 bis 400 und schon gut gemacht und alles super und sie ist auch eine tolle, tolles Eisen, wie du schon sagst, heißes Eisen. Aber jetzt so der, also dass sie so gehypt ist, fand ich jetzt nicht. Okay. Fand ich jetzt nicht. Hat die nicht auch bei Sex in the City mitgespielt? Nein, bist du wahnsinnig! Ach nee, das war ja die Kim Cattrall. Ja, die sieht so ähnlich aus. Die Kim Cattrall und die Jennifer Aniston? Ja. Du hast überhaupt keine Ahnung. 11. Februar, was hat er noch zu bieten? Papst Benedikt verkündet seinen Rücktritt. Das ist der gute alte Ratzinger. Also Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am 28. Februar ist er dann wirklich zurückgetreten. Am 11. hat er es nur angekündigt. 11. Februar wann? 2013 war es. Mhm. Okay. Und der 11. Februar bringt auch einen Fakt des Tages. Fakt des Tages. Ja. Der Temperaturunterschied zwischen der Tag- und der Nachtseite auf dem Merkur beträgt 600 Grad. Also hot. Ja, sehr. Oder kalt. Sehr kalt. Also ich weiß ja nicht, wie heiß der Merkur auf der Nachtseite ist. Weil es kann ja sein, dass er da 200 Grad ist und da 800 Grad und dann ist auch beides hot. Ja. Aber ist es da sehr, sehr kalt und da halt, also wenn es da 400 Grad und minus 200 Grad ist, hot und wäre cold. Ich frage mich, wie man das gemessen hat. Nee, mit einer Sonde. Und dann hat man, irgendwie Messungen gemacht aufgrund des hier Hubble. Hubble, da. Ja! Ja, nur weil du es nicht verstehst, heißt das ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ich verstehe die Scheiße nicht, weil sie nicht existiert. Das ist aber ganz einfach. Oh, also das heißt, es gibt kein Merkur. Schreibt mal in die Kommentare. Googelt mal Hubble, die Hubble-Verarschung. Ihr werdet einen Film sehen von einem, der wirklich Ahnung hat. Habe ich gemacht. Hubble ist Bullshit. Ja. Hubble-Verarschung? Ja, die Hubble-Verarschung. Krass. Ja. Noch nie gesehen. Guck ich mir mal an. Guckt euch das an. Ja. Heute ist der 11. Februar. Morgen am 12. Februar sind wir schlauer. Da haben wir alle die Hubble-Verarschung geguckt. Ja. Bis dahin sag ich, Cheerio, Miss Sophie.